Minuten auch schon. Ist da, eine Minute noch. Die letzte Minute auch. Und da ist das Tor für die Betonburg-Hohl. 3:0. Yeah. Was kann man dazu jetzt noch sagen? Die Sieger scheinen nicht zu wissen, dass wir das nächste Bier ausgeben müssen. Wir befinden uns in den letzten 30 Sekunden. Ja, 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 das war ja fast perfekt. Der fällt über die eine Flöte. Entbrannter Kampf im Mittelfeld. Roland Bino gegen, ja, Quickenstoß. Aber die gute Schussseite des Verteidigers. Ball halten, Gottes, extra. Elegant mit Bande gespielt. Der Torwart schießt den eigenen Mann an. 5, 4, 3, 2, 1. Das erste Spiel des Tages endet 2:0 für die Betonburg-Hohl, die damit eine Lokalrunde ausgeben. Die sind wohl nicht zum Feuer, was sagen wir denen jetzt? Das wollte ich sehen, mit dem Friemel. Orange, sind wir fertig? So, die Wetten haben wir abgeschlossen. Die Orangen verlieren 4:1, so gerade gesagt. Ja, da würde ich sagen, ob der Platten, Herr Präsident. Der Ball ist im Spiel, der Ball ist im Spiel. Und der erste Ballkontakt, und das sieht schon keiner aus, oder? Ja, ich finde das gut. Sie sind gut von dem Ehrgeiz dabei, wie der SC. Gegen Gladbach. Jawohl, und da ist das 1:0. Die Gelben haben mal wieder total gelöst. Helms Klamm führt 1:0. Ist klar, die haben Gandalf in den Reihen. Als der Ball halt wieder ganz im Gummi. Nicht der schlechte Ding. Au, da war fast und der Tor. Ach, das war ja wohl. Über den gesamten Spielfeld ein Schuss des Torwarts. Aber es hätte mich gewundert, wenn der getroffen hätte. Da drin. Ah, jetzt, der Techniker, der edle Techniker am Ball, ah, fast perfekt. In der Kombination sah sehr gut aus. Ich gehe mal in meinen Bierstand, machst du mal weiter hier. Christian, du könntest mal kommentieren. Ich mache mal das Endspiel. Der Gerhard übernimmt. Ja, hol das den Ball auf. Ich sag zwei. Und jetzt, ja! Jawohl! Ein hervorragender Kopfball. Das ist der Reichsweiß!
Was für ein Zeitspiel. Thank you.
Das nächste Spiel ist FC Hugo gegen Hellstamm. 2 Minuten noch. Oh! Das war das vierte Mal. Wenn er reingegangen wäre, hätte ich nicht gewollt.
präsentieren.